bei uns Netzwerk Norddeutschland. Unsere Serie heißt Bundestagswahl 2017, Landtagswahl 2018. Am Rande dieser politischen Informationen behandeln wir natürlich auch aktuelle Brennpunktthemen, wie jetzt kürzlich den in Hamburg gewesenen G20-Gipfel. Wir haben im Gespräch die Bundestagsabgeordnete und Bundestagskandidatin für die Bundestagswahl 2017, Svenja Stadler von der SPD. Es hat Chaos gegeben in Hamburg. Alles war verstopft. Schon im Vorfeld riesige Diskussionen, Demonstrationen. Die Stadt knacke voll. Fast wäre mein Kamerakollege Björn Kemke zu bestimmten wichtigen Terminen nicht gekommen, weil er aus der Stadt überhaupt gar nicht rauskam. Die Geschäftsleute sind am Stöhnen. Svenja, muss das eigentlich sein? Musste das nun tatsächlich sein? Oder wie siehst du so einen Gipfel? Wie wäre er nach deiner Meinung optimal zu gestalten? Ob das sein muss, kann ich im Einzelnen gar nicht beurteilen. Es ist wichtig, dass sich die großen Staatsmänner treffen und auch Frauen, gar keine Frage. Keine Frage. Dass wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, die alle auch miteinander abstimmen, steht auch nicht zur Debatte. Ob das in diesem Umfeld, wie wir es gerade in Hamburg erleben, sein muss, möchte ich bezweifeln. Also bei mir ist es so, ich frage mich, warum packt man die nicht alle auf den Flugzeugträger irgendwo ab in den Atlantik und dann haben wir diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Und Ruhe in der Kiste. Und Ruhe in der Kiste. Das wäre natürlich nicht mehr so wahlwirksam für die Bundestagswahl gewesen. Denn vielleicht ist das das Problem, ja. Möglicherweise, auch das kann ich nicht beurteilen, aber wenn ich mir so anhöre, was an uns herangetragen wird, dann kann es durchaus möglich sein, weil inzwischen ist ja raus oder steht fest, dass alle wichtigen Entscheidungen bereits im Vorfeld getroffen wurden und nicht erst am 6. und 7. Juli, sondern dass die Unterschriften schon geleistet waren. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass dieser ganze Gipfel, dieses ganze Theater mit Camps und hast du nicht gesehen und unzählige Polizeibeamte und unzählige Züge und hunderte von Delegationen, die noch mitgebracht wurden, wo man sich auch fragt, muss das eigentlich sein, dass das eigentlich reines Showprogramm war oder sehe ich das verkehrt? Also diese Informationen liegen mir jetzt nicht vor. Ich weiß aber, dass es schon eine Debatte gibt, auch bei uns in der Fraktion, in der Bundestagsfraktion. Und der Vorschlag ist, warum man das nicht im Hauptgebäude der UN macht, nämlich in New York, wo sowieso die ganzen Beauftragten bzw. Sachbearbeiter sind und man das da jedes Mal macht. Und dann hat man auch nicht dieses Hin- und Hergeschiffe von Mitarbeitern und sonst immer einen einzelnen Platz, immer hohe Sicherheitsstandards, jeder weiß, wo er hin muss. Und ich finde, das ist ein ganz guter Vorschlag, ehrlich gesagt. Es gäbe also, wie wir hören, Möglichkeiten und wir sollten da am Ball bleiben und sollten rechtzeitig darauf hinweisen, wenn ein nächster Gipfel geplant wird, dass man dann vielleicht diesen Vorschlag mal annimmt. Bis dahin haben wir dann auch die Bundestagswahl längst gehabt. Dann wissen wir, wer Deutschland regiert. Wir wissen dann, wie es weitergeht in Deutschland. Wir wissen, welchen Anteil die SPD daran haben wird. Es wird hochgradig spannend. Svenja Stadler sagt, die stärkste. Klar, sie ist Kandidatin für die Bundestagswahl 2017. Und wenn sie davon nicht überzeugt wäre, dann würde sie sich gar nicht zur Wahl stellen. Nochmal zurück zum Gipfel. Hast du persönlich irgendwelche Einschränkungen dadurch erleben müssen? Ich persönlich nicht. Also es tut mir leid, ich nicht. Aber mein Mann. Mein Mann arbeitet in Hamburg und er hat an dem Donnerstag und an dem Freitag frei gehabt, weil es überhaupt nicht mehr möglich war, dort in die Räumlichkeiten zu kommen, weil sie im Sperrbezirk liegen und er kann von zu Hause arbeiten. Ich weiß von Freunden, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken und zum Kindergarten, weil die geschlossen haben, weil sie im Sperrgebiet leben. Ich selber, meinen Mitarbeiter, dem habe ich Freibe gegeben, der braucht auch nicht kommen, weil ich weiß, beziehungsweise brauchte nicht kommen, weil ich wusste, er kommt nicht raus. Es ist natürlich per se toll, wenn sich 20 Nationen austauschen über die wichtigsten Dinge, wie es in Deutschland, in Europa und auf der Welt weitergehen soll, in allen wichtigen Problemstellungen, die wir ja nun mal haben, auch in allen wichtigen Krisensituationen. Aber ob es dann diese Ausmaße annehmen muss, die zudem möglicherweise noch völlig unnötig waren, wie eben gesagt, ja, und da sagt Frau Stadler, sie würde gerne das Ganze auf einem Flugzeugträger oder aber eben in New York im Hauptgebäude der UN machen. Greifen wir diesen Vorschlag auf. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, wenden Sie sich an das Büro von Frau Stadler, an das Wahlkreisbüro. Svenja, gibst du bitte mal die Daten durch? Die habe ich nämlich nicht im Kopf. Ja, frag mich, ob ich sie im Kopf habe. Also, es ist die Marktstraße 34 in Winsen an der Luhe, oder eben per E-Mail, und das ist am einfachsten, svenja.stadler@bundestag.de. Und die E-Mail wiederum, die findet man auf dem Portal bei uns in neuwulmsdorf.de. Ich danke Ihnen, bis zum nächsten Mal, Sylvia Karasch, Kameramann Björn Kemke und Norbert Meyer, Fotos Regina Boini, und wir sitzen im Restaurant Kartoffelhaus Papas in Neuwulmsdorf. Ein großer Dank an Jörg Hülz für den Service. Danke, Svenja Stadler. Dankeschön.